Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Merim in der Steinwelt, die wir gefunden haben, als wir in Cerobilon durch ein Portal schritten. Und das ist die erste von mehreren Welten, wie es aussieht. Und nachdem wir ja jetzt diese Gegnerwellen besiegt haben, gucken wir mal, was das Portal hier für uns bereithält. Ach, du Kacke. Ja, solche Leute behält es, hält es bereit. So ziemlich große, ziemlich heftige Typen, die uns ans Leder wollen. Okay. Fremdartige Wesen, ja, das kann man so sagen, dass das fremdartige Wesen sind. Jetzt sterbt doch! Warum sterbt ihr nicht? Warum kann ich nicht zaubern? Jetzt. Ja, hat Magie überhaupt nicht funktioniert. Aber ein Schwert, das sieht interessant aus. Mal gucken, ob es auch interessant ist. Können wir die eigentlich losen? Ambrosia. Nektar und Ambrosia. Ganz komische Wesen. Ambrosia würde ja bedeuten irgendwas Pflanzliches. Sie sehen auch so ein bisschen so aus. Schneller Stahl, 22 Schaden. Okay, wenn da immer sowas hinter ist, ne, mit Loot. Interessantem Loot. Ah, kommen wir hier hoch? Ohne Schwert vielleicht? Jetzt weiter. Du kommst hier hoch. Ich weiß es genau, du kannst hier... Ich weiß nicht, wieso man hier hochspringen kann und dann wieder runterfällt. Ich verstehe das manchmal nicht hier. Ich möchte hier hoch. Ich möchte wissen, ob da noch was ist. Es sieht so aus, als könnte da noch was sein. Jetzt? Nee, hier komme ich einfach nicht weiter. Na gut, dann ist da auch nichts mehr, nehme ich mal an. Gut, gehen wir mal zurück. Ja, sehr interessant. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die Türme jetzt denken, ich bin eins dieser Wesen. Mich angreifen. Offenbar habe ich es richtig gemacht hier mit dem Abwehren der Wellen. Das war wohl ganz gut, dass ich die Türme dann auch nochmal verstellt habe. Und ja, gucken wir mal, was das Schwert da und so weiter. Wo ist es? Schneller Stahl. 22. Ein Zweihänder. Ja. Das Problem ist, ich will keinen Zweihänder. Und das Ding macht 25 Schaden. Wahrscheinlich können wir das Teil verzaubern. Dann macht es auch noch mehr Schaden. Dann ist das sicherlich besser. Aber... Okay. Jetzt die Steinwelt geschafft. Ich weiß nicht, ob sich hier noch andere Welten dann öffnen. Ich hatte nur das eine gefunden hier noch. Also hier waren halt diese, ne, Dinger. Und bei der Welt hier hatte sich dann halt, ja, kam ja die Mitteilung, ich sollte es doch erstmal in der Steinwelt machen, bevor ich in die Welt der 1000 Türme gehe. Okay. Sinnlos. Es ist sinnlos. Ich schaffe es einfach nicht. Und noch länger zu verweilen wäre Zeitverschwendung. Ich werde weiterziehen. Eine andere Welt wartet auf mich. Die Steinwelt? Das hat echt was von Oblivion. Also das ist jetzt, denke ich, auch von den Oblivion-Sachen übernommen. Gold. Oh. Hm. Das finde ich gut. Ja, da möchte ich jetzt nicht reinfallen in die Lava. Dann gucken wir mal, was die Welt der 1000 Türme für uns bereithält. Türmebau für Fortgeschrittene. Oh Gott. Eine weitere Ebene bedarf meines Könnens im strategischen Turmbau. Verschiedenste Abwehrtürme müssen entlang der Straße errichtet werden, um die heranrückenden Gegnerwellen abzuwehren. Über den Schalter in dieser Welt kann ich das Spiel starten. Am Anfang jeder Gegnerwelle wird der Tresor mit neuen Turmschöpfern und Goldstücken gefüllt, mit denen ich neue Türme errichten und Verbesserungen kaufen kann. Was? Ihr habt verloren? Ich habe aber doch noch gar nicht angefangen. Oh Gott.
Das muss ich mir jetzt erstmal, da muss ich mir mal einen Überblick verschaffen. Das sind hier die Türme. Türme. Hier ist ein Weg. Ich muss jetzt einmal gucken, ob ich das. Weil das startet ja scheinbar erst, wenn ich einen Schalter betätige. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Hier ist auch ein Weg. Ach, wo ist denn das Portal dann? Und wie riesig ist das bitte? Das kann doch keiner dann. Das kann man nicht alleine machen. Das ist doch gigantisch. Wo ist das Portal? Wo ist das Portal, durch das die Gegner kommen? Portal, Welt der tausend Türme. Das heißt, ich kann mich. Ich kann mich hier teleporten. Das ist interessant. Ich kann mich hier hin teleporten. Von verschiedenen. Okay, das ist einmal dahin. Okay, das ist, damit man überhaupt schnell genug sein kann, schätze ich. Birgt natürlich immer, wie immer, die Gefahr. Ah, hier ist ein Portal. Okay, ich hoffe, das ist das einzige. Es könnte ja auch sein, dass hier noch ein Portal ist. Also ich traue das diesem Spiel zu, dass wir hier noch ein Portal haben. Aber das sieht jetzt gerade nicht so aus. Nee. Ist das... Oder? Das zwei. Ist da tatsächlich mehr als ein Portal? Eieiei. Das wäre ziemlich heftig, wenn es zwei Portale sind, durch die Gegner kommen können. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Okay, wo ist jetzt da oben? Da ist auch noch eine Truhe. Ist das die Truhe mit dem Geld? Tresor. In dem Tresor wandert das Gold, das ihr pro verstandener Runde gut geschrieben bekommt. Auch das von Goldtürmen erschaffene Gold wird. Eieiei. Das klingt total kompliziert, wenn ich das mal sagen darf. Einfache Runde. Belohnungsfass. Okay. Heißt das, ich kann das also entscheiden, fortgeschrittene, und dann ist das letzte ist dann eine super schwere? Schwer. Oh. Ja, dann machen wir doch mal Türmchenspiel die nächsten paar Folgen, glaube ich. Okay, dann versuche ich es jetzt mal mit einfachen. Noch 25 Sekunden. Keine Ahnung, ob ich da jetzt rein darf. Turmschöpfer des zweiten Bild. Ich habe keine Ahnung, ob das. Ich weiß jetzt nicht. Heißt es, die kommt von hier? Ach du Gott. Gold 100. Das Portal? Das war da hinten, ne? Das war hier. Ich sollte mich beeilen. Ganz schön schwierig. Ich bin Gold. Das ist doof. Das funktioniert nicht. Ich bräuchte Feuer. Feuer war gut. Ich habe aber keinen. Wieso habe ich keinen. Ja, aber das ist doch jetzt blöd. Jetzt habe ich zwar Türme, aber kein Gold mehr.
um das zu tun. Na, hier ist jetzt kein Gold mehr drin. Doch. Zweiten Gegner. Ich weiß jetzt nicht mal, ob er die ersten geschafft hat. Feuerregen, sehr schön. Blitzturm. Habe ich jetzt hier noch irgendwie... Ne, ich habe schon wieder nur 10 Gold. Ich kann das überhaupt nicht besser verstärken gerade. Komplizierter als das andere, wenn ich das mal so sagen darf. Hier, es waren jetzt aber tatsächlich die Gegner. Habe ich sie geschafft? Bin ich vergiviert. Ja, doch. Machen wir wieder Blitz. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Kriegen da ja schon ordentlich eins für Mütze, aber... Eigentlich nicht genug, oder? Ja, doch. Das müsste jetzt eigentlich noch klappen. Könnt ihr mal bitte noch... Könnte ich ja, müsste ich ja Gold haben, um noch einen. Ja, jetzt habe ich wieder 70 Gold. So langsam kriegt man dann mehr, nach und nach mehr Gold. Das ist gut. Oh, bevor ich da überhaupt was errichtet habe, sind die schon da. Okay. Und ja, nochmal Blitz. Blitz finde ich ganz gut an der Stelle. Das scheint zu wirken. Und hier kann ich es beobachten. Ich hoffe, das funktioniert. Der eine dürfte jetzt da nicht durchkommen. Was? Fünfte Gegnerwelle? Ich dachte, die vierte wäre die Finale. Oh Gott, jetzt komme ich hier nicht hoch. Oh Gott. Ich habe ja auch irgendwie so ein bisschen die Horrorvorstellung, dass es dann hier abstürzt und gar nichts mehr geht. Speichern. Ob ich das jetzt brauche. Oh. Ja, ich könnte es eventuell brauchen mit Eis, ne? Wäre vielleicht. Na, jetzt sitzt nur noch einer. Ah, nee, doch nicht. Es sah nur so aus, als wäre es nur noch einer. Es sind noch ein paar mehr. Funktioniert. Ja, hier direkt an der Kiste. Unsere Athletik hat sich verbessert, wie schön. Okay, ich weiß jetzt nicht, was da für Gegner kommen.
Hattest du welche? Diese. Gut ist da Blitz. Scheint irgendwie gar nichts zu tun, hm? Die Immun gegen Blitzschaden. Das wäre aber schlecht. Das wäre schlecht. Nee, ich möchte hier nicht runterfallen jetzt gerade. Ich bin hier hoch. Nee, die sind doch nicht immun, aber dauert ein bisschen länger scheinbar. Ich muss einfach hier vorne schon einen Turm aufbauen. Ich kann mir eigentlich nicht viel anders als Blitz leisten, deswegen okay. Einer ist da. Habe ich hier noch einen Turm aufgebaut, bevor sie da sind, ist die Frage. Schön weg. Schön weg. Ich möchte nicht denen in den Weg laufen. Ich meine, wenn man die hier schon so ein bisschen klein kriegt, dann wäre das ja gut. Boah, wie viele Gegnerwellen gibt es? 10? Gott. Ich habe das Gefühl, es gibt dann eh nichts anderes außer, also, ne? Ich weiß nicht, ob man von jedem eins machen muss. Nehmen wir mal an, dass es ja, ich bräuchte, glaube ich, Feuer. Ich bräuchte Feuer. Sehr sicher. Obwohl, ah, Blitz funktioniert. Habe ich genug Geld für Feuer? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich habe ja noch Gott sei Dank noch genug Geld, um noch Türme zu bauen jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass jede Welle ein bisschen weiterkommt. Ne? Okay. Das haben wir geschafft. Das startet, ruckelt es kurz, weil der Rechner berechnet und ich habe jedes Mal Panik. Was sind das jetzt für Gegner? Die Dinger. Ich noch einen Turm, ist die Frage. Es kommen ganz schön viele durch. Sollte ich sicherheitshalber hier noch einen Turm hinstellen? Wo kommen die denn lang? Ah ne, da kommen die dann lang. Ne? Die gehen gar nicht. Ah, okay, dann könnte ich hier einen Turm. Ich habe 240 Gold. Wenn ich jetzt keinen Turm. Ja gut, ich werde dann mal einen Turm. Aber ich könnte vielleicht einen Feuerturm aufstellen, wenn ich ein bisschen aufpasse, ein bisschen sparsam bin. Und das hat offenbar dann doch funktioniert. Hier komme ich nicht hoch. Jetzt hier langlaufen. Wo ist denn jetzt hier das Portal links gewesen? Da oben. Da komme ich natürlich jetzt nicht hin.
ob ich hier ewig lang bin. Keine Ahnung, bis wo die Gegner gekommen sind jetzt schon, aber puh. Gut, die stehen noch da. Ich sehe ja, wo die Türme schießen. Okay, diese Fuzzis wieder. Kann ich hier? 360. Nee, dann lasse ich das, dann warte ich. Und dann mache ich das so, dass ich hoffentlich mit dem nächsten jetzt Feuer kaufen kann und in einem Turm mal Feuer einsetzen statt. Ich weiß es nicht, ob es reicht. Weil Feuer ist eigentlich immer mit am besten, ne? Bei dieser Art geht. Oh ja, bei denen ist es, wäre es besonders gut. Nein! Ich habe nicht genug Gold. Puh! Frostelementare, da wäre es so schön, wenn ich Feuer einsetzen könnte. Der letzte Turm, den ich aufgebaut habe, ist irgendwo da hinten. Der hatte noch nichts, okay. Das könnte schwierig werden. Hier hätte ich wirklich Feuer gebraucht. Hier einen Blitzturm draus auch. Ich kann es nicht anders machen. Ich habe nicht genug Geld für irgendwas anderes mit. Nein. Du hattest nichts, ne? Derzeit Feuerturm? Wie, der ist ein Feuerturm? Ich bin das Feuer eingestellt? Blitzturm. Ich bin nicht irritiert. Ich dachte, wenn man die Türme aufstellt, haben die erstmal gar nichts. Hat der jetzt was? Jetzt hat Feuerturm. Ach so. Ach, ich bin ja blöd. Ich wollte ja eigentlich ganz gern Feuer haben. Das habe ich nicht geschnallt gerade. Ach, wie doof. Das andere ist Feuerregen und nicht Feuerturm. Der Feuerregen kostet natürlich ein bisschen mehr. Oh, Mann, wie doof. Das heißt, ich könnte... den Turm hier einfach mal und dann ist das ein Feuerturm. Okay, dann bleibt bei Feuer. So. Das war ja jetzt blöd. Aber wahrscheinlich macht Blitz mehr Schaden und keine Ahnung. Blitz ist natürlich für manche Gegner wahrscheinlich total sinnfrei. Ist ja klar. Machen wir doch einfach nochmal ein paar Türme. Wenn wir schon ein paar Feuertürme machen können, einfach, dann bauen wir doch Feuertürme. Also das ist jetzt eine Folge für diese Aktion hier. Das heißt, wenn ich wirklich alle dreimal durchspielen will, was ich eigentlich ganz gern machen würde, dann sind das die nächsten drei Folgen. Also, oder jetzt noch die nächsten zwei Folgen, denke ich. Wenn euch das keinen Spaß macht, könnt ihr es ja einfach skippen, wenn es soweit ist. Wenn ihr nicht zugucken wollt, wie ich dilettantische Stürme aufstelle... Ist das jetzt die letzte Welle? Ich weiß nicht, wie viele Wellen es gibt. Ich weiß nicht, wie viele Wellen es gibt.
du Kacke. Was ist denn für welche? Das hänge ich hier fest. Es ist schön, dass man hier nicht drüber laufen kann. Okay, hier sind schon Türme. Dann machen wir doch nochmal hier einen Turm. Vielleicht setzen wir hier auch nochmal Blitz rein. Ich habe keinen mehr, okay. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt waren. Oh, 14 Sekunden für die nächste Gegnerwelle. Aber hier hat gerade noch irgendwas gebrutzelt, ne? Hier hat noch irgendein Turm gerade gebrutzelt. Super, immer wenn das dieses Heulen kommt, dann geht ganz kurz der Lüfter bei meinem PC an, weil dann scheinbar irgendwelche Berechnungen im Hintergrund laufen. So. Gucken, ob ich jetzt irgendwo aus einem Turm einen Feuerregenturm noch schnell machen kann. Den hier oder wie vielleicht? So Feuer? Was ist das? Okay. Ja. Okay, da kann man mit arbeiten. Da kann man mit arbeiten. Eindeutig. Ich weiß jetzt nicht, ob das die finale Welle ist. Halt nicht da unten langlaufen, wenn die Gegner darum wetzen. Und man hat ja gesehen, die greifen einen durchaus an, wenn man nicht, wenn man die anschießt und vielleicht auch so, wenn sie einen sehen, das weiß ich nicht. Ist der letzte jetzt? Ich glaube, du bist der letzte, ne? Ja, du bist der letzte. Oh, 15. Wie viele Wellen? Wie viel? Ja, ist gut. Armer Rechner. Ich muss tatsächlich mal ganz kurz was berechnen. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel Gold ich da noch habe. Ob ich noch einen Turm... Aua, ja. Noch einen Turm in so einen Feuerregenturm umwandeln kann. Ich guck mal gerade. Feuerregenturm finde ich echt cool. Ja, wenn ich das kapiert hätte, dass die Türme, die hier stehen, dass die sowieso schon Feuertürme gewesen sind, dann hätte ich das ein bisschen anders gemacht. Mal gucken, was das hier für einer ist. Ist das ein Feuerturm? Komm, du kriegst jetzt nochmal einen Blitz, weil Blitz halt ein bisschen stärker ist, denke ich, als Feuer. Aber die restlichen, da können wir ja Feuertürme lassen. Wenn ich wüsste, wie viele Wellen kommen. Stand das da irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es stand tatsächlich nirgendwo, wie viele Wellen kommen. Nur dass Wellen kommen und dass man dann immer am Ende eine... Ich weiß nicht, muss man hier einen Hebel ziehen jetzt? Cool. Komme ich noch nicht dran. Einfach Runde. Herrn. 20 vielleicht? Also 20 könnte ich mir fast... Aua. Ja, ich komme nicht immer an den Trank. Also das kann man ja nicht mit anhören hier. Oh. 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 Ist das das Finale?
Da ist nur noch ein Gegner. Ist das dann wie in dem anderen? Ist das dann die letzte Runde? Boah, der ist heftig. Gewonnen! Okay, ich konnte die heranrückenden Gegnerwellen abwehren. Das einfache Spiel ist gewonnen. Kann ich meine Belohnungstruhe öffnen? Okay, dann... Ja, das hat jetzt 30 Minuten gedauert. Ich nehme mal an, also wenn es immer 16 Gegnerwellen sind und das auch immer gleich vom Prinzip ist, dann werden die anderen Runden halt auch jeweils 30 Minuten dauern. Ich versuche es mal. Oh, das lohnt sich ja richtig. Wahnsinn. Cool. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht, aber ich meine, hallo? Das lohnt sich richtig, das zu machen. Cool. Ja, dann mache ich an der Stelle jetzt mal einen Cut und nehme dann mal die nächste Sache in Angriff. Und das sehen wir dann, oder das seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Also es wird jetzt noch zwei Folgen auf jeden Fall dann mit diesen Verteidigungssachen geben. Das finde ich ganz interessant, auch wenn es ein bisschen langwierig ist. Eine halbe Stunde finde ich schon recht lang eigentlich für sowas. Aber ja, das die Belohnung, ne? Also das war jetzt die einfache. Ich bin mal gespannt, was man nachher bei der schweren kriegt. Könnte sein, dass man dann hier richtig gut was abgreifen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.